Hallo liebe Homeschooler und Homeschool-Interessierte, ich bin Janine Walder und ich bin eine Homeschool-Mom aus der Schweiz und heute mache ich einen Rückblick auf die letzten 2,5 Jahre von unserem Homeschoolen. Wir sind aktuell seit 2,5 Jahren am Homeschoolen. Das heißt, wir sind in unserem dritten Homeschool-Jahr und ich unterrichte zu Hause meine Viertklässlerin und meinen Zweitklässler. Und ich möchte gerne einmal mit euch auf diese letzte Zeit zurückblicken und auch schauen, wie es uns geht, was sich bei uns verändert hat und wie es weitergehen soll. Wie geht es uns? Unsere Entscheidung, dass wir die Kinder zu Hause unterrichten, ist für uns alle immer noch die beste, die wir bis jetzt getroffen haben. Wir sind sehr glücklich mit dieser Entscheidung und wir genießen unseren Homeschool-Alltag wirklich Tag für Tag immer noch mehr und mehr. Wir leben uns immer noch hinein in dieses Homeschoolen. Und wir können es uns nicht mehr vorstellen, dass es einmal anders war und auch wieder anders sein könnte. Also für uns immer noch die beste Entscheidung, die wir getroffen haben. Ja, was hat sich bei uns verändert? Am Anfang sind wir sehr strukturiert gestartet in unser Homeschool-Schulalltag. Und wir hatten da wirklich so diese vorgegebenen Zeiten mit sehr strukturiertem Unterricht so durchgezogen und das hat sich am Anfang auch für uns richtig angefühlt und das war notwendig, dass wir einen guten Start voller Sicherheit so in diesem geschützten Rahmen von dieser Planung da antreten konnten. Es hat sich einiges verändert, was das betrifft in der letzten Zeit. Ich würde sagen, seit etwa 1,5 Jahren sind wir viel, viel freier unterwegs auf unserem Lernweg. Und zwar so, dass wir immer noch unsere Jahresplanung sehr detailliert haben. Da schaue ich auch alle paar Wochen, alle paar Monate drauf, um zu schauen, wo stehen meine Kinder, welche Themen wären vorgesehen, was haben wir spontan schon gemacht und wo sollte ich noch etwas mehr Wert darauf legen. Doch unser Alltag, der strukturiert sich sehr viel freier. Wir haben weniger geführten Unterricht und dafür entscheiden die Kinder viel, viel mehr selbstständig, an was sie gerne arbeiten wollen. Und das funktioniert unglaublich gut. Oft erlebe ich es so, dass ich am Morgen, nachdem ich mein Programm gemacht habe, mich für irgendwas entscheide, was ich Lust hätte, mit meinen Kindern zu machen im Unterricht und sie selber jedoch bereits mitten in eigenen Projekten stecken. Und ganz häufig lasse ich die Kinder das dann auch tun. Ich unterbreche sie da nicht. Meine Tochter ist sehr kreativ. Sie hat unglaubliche Bastelarbeiten, wo sie da dann stundenlang, tagelang, manchmal wochenlang an einem Projekt dran ist. Und mein Sohn verbringt nach wie vor sehr gerne sehr viel Zeit mit dem Spielen. Er spielt mit seinen Legos, mit seinen Playmobil-Welten, mit seinen Autos. Und ist da ganz oft in diesem Rollenspiel vertieft und da unterbreche ich ihn auch nicht. Wir haben auch immer häufiger den Unterricht spontan so in das Tagesprogramm eingegliedert und zwar einfach dann, wenn solche Unterhaltungslücken entstanden sind, wo ich gespürt habe, jetzt brauchen die Kinder eine Abwechslung. Dann habe ich sie zu mir genommen und in einem Arbeitsheft mal eine Seite gelöst oder mit dem Sohn mal etwas gelesen, seine Lese- und Schreibübungen gemacht oder mit der Tochter mal ein Spiel auf Englisch gespielt, einfach um diese kurzen Breaks von ihrem eigenen Alltag zu nutzen, damit wir doch mit dem Lernstoff vorankommen. Wenn ich diesen sehr lockeren Lernstil jetzt vergleiche von den Resultaten her, wie
zu Beginn, als wir dieses sehr strukturierte erste Schuljahr im Homeschooling gemacht haben, darf ich sagen, dass wir mit beiden Wegen sehr gut vorankommen mit unserer Jahresplanung. Jetzt muss ich etwas aufmerksamer beobachten, ich muss etwas mehr aktiv dabei sein, um zu realisieren, was sie denn alles so Geniales gelernt haben. Doch das Gefühl, dass sie zu wenig lernen oder da Wissenslücken entstehen könnten und bleiben könnten, das habe ich gar nicht. Ich merke vor allem bei mir dieses Vertrauen in das Homeschoolen, in die Lernfreude von meinen Kindern, da hat sich sehr viel getan. Ich bin sehr viel relaxter, so im ganzen Schulalltag, im Wissen, auch wenn meine Kinder wirklich mal eine ganze Woche lang nie in ein Schulbuch schauen und ihren eigenen Projekten nachgehen, ich weiß, dass sie sehr gut drin sind im Lehrplan, dass sie unglaublich viel an Wissen sich selber aneignen, wenn sie wirklich so kreativ und spielerisch ihren Tag gestalten. Also das für mich die größte Veränderung, mein Vertrauen, dass ich es auch einfach mal sein lassen kann, den geführten Unterricht, und ich trotzdem spüre, dass ein sehr großer Lernerfolg da ist. Das wurde mir bis jetzt auch bestätigt von den Inspektorenbesuchen, dass der Wissensstand stimmt von meinen Kindern. Ich bin jetzt gespannt, wie es dann im nächsten Jahr sein wird, bei dem nächsten Inspektorenbesuch, wenn wir noch mehr in diesem freien Lernen drin sind. Vielleicht ändert es sich ja auch wieder bis dann und wir haben wieder mehr Struktur. Das wissen wir ja nicht und das lasse ich auch sehr gerne offen. Wie geht es meinen Kindern mit dem Homeschoolen? Sind sie denn immer noch glücklich mit dieser Entscheidung, nicht in die Dorfschule zu gehen? Da darf ich wirklich mit einem klaren Ja für sie antworten. Sie sind immer noch sehr zufrieden, dass sie diese Freiheiten genießen dürfen hier zu Hause. Was ich immer mehr realisiere, ist, dass es schwieriger geworden ist, mit ihren ehemaligen Klassenkameraden abzumachen. Das ist etwas, das fehlt uns. Dass so diese engen Freundschaften, die sind zwar noch da, aber die Regelmäßigkeit von den Treffen, die haben massiv abgenommen im Vergleich zu unserem ersten Homeschool-Jahr. Das hat, denke ich, einerseits damit zu tun, dass die Kinder halt einfach in den höheren Schulstufen sind jetzt und so viel weniger Zeit haben. Sie haben unglaublich viele Hausaufgaben, die sie machen müssen, neben all den anderen Terminen, die ja die Schulkinder sehr oft auch noch wahrnehmen. Und da bleibt einfach allgemein zu wenig Zeit, um mit Freunden abzumachen, um zu spielen. Und das sehen meine Kinder natürlich etwas anders, weil sie haben immer Zeit, um zu spielen. Und das erlebe ich vor allem bei dem Sohn sehr häufig, dass er wochenlang jeden Tag fragt, wer darf ich einladen, um zu spielen? Wer darf zu uns kommen, um zu spielen? Und dann zählt er alle seine Freunde auf. Und bei allen sage ich dann, ja, die sind jetzt in der Schule. Nein, die kommen jetzt erst nach Hause. Die müssen noch Hausaufgaben machen. Nein, heute haben sie leider keine Zeit. Und das ist so eine gewisse Frustration, die ich da wahrnehme, dass es gut wäre, wenn da mehr Kinder rundherum wären. Dafür hingegen, und das ist sehr schön, hat sich unser Homeschool-Netz von Bekannten, die auch homeschoolen, enorm erweitert. Wir besuchen alle 14 Tage den Freilernraum, der bei uns in der Nähe ist, und da hat sich so eine wundervolle Gruppe von Kindern gebildet, komplett altersdurchmischt, doch mit ähnlichen Interessen. Und das sind wirklich gute Freundschaften, die sich da am Aufbauen sind. Und diese Treffen, die werden wirklich heiß geliebt von den Kindern. Da versammeln sie sich sehr gerne, um zusammen an einem Workshop teilzunehmen oder wirklich frei kreativ zu sein und zu spielen oder zu basteln. Meine Kinder haben auch von der Schule aus jedes Jahr die Möglichkeit, an der Projektwoche teilzunehmen. Da gibt es ja auch schon Beiträge darüber von mir. Und das ist für mich immer so der Moment, wo ich
mit den Kindern noch einmal an den Tisch sitze nach dieser Woche, um herauszufinden, ob sie immer noch glücklich sind mit der Entscheidung, eben zu Hause zu bleiben für den Unterricht, oder ob sie lieber jeden Tag diesen Rhythmus haben wollen, den sie ja da eine Woche lang wieder genießen dürfen oder müssen, je nachdem, so mit diesem frühen Aufstehen, gemeinsam zur Schule zu gehen, die Pausenzeiten auf dem Pausenhof miteinander zu erleben. Und da ist wirklich bei beiden die Antwort gleich. Sie sagen, wenn die Schule nur aus Projektwoche bestehen würde, dann würden sie sehr gerne hingehen. Aber mit der normalen Schule und der Hektik und dem vielen Stress und das frühe Aufstehen und die vielen Hausaufgaben und Prüfungen wollen sie das nicht. Dann sind sie sehr froh, dürfen sie wieder zu Hause bleiben. Ja, dann die Frage, wie geht es mir nach so viel Zeit, wo die Kinder immer um mich herum sind? Ich genieße es unglaublich, dass ich so entspannt den Tag mit meinen Kindern erleben darf, dass ich keine Hektik mehr erlebe, dass wir völlig stressfrei in den Morgen starten. Ich liebe unsere Homeschool-Vormittage. Das ist wirklich was Wunderbares. Meine Kinder, die stehen dann auf, wenn sie aufstehen wollen. Dann sind sie ausgeruht, dann sind sie fit für den Tag. Und auch ich gestalte meine Vormittage so, dass ich sehr gerne 1-2 Stunden vor meinen Kindern aufstehe, um an meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Ich aber auch den Luxus genieße, am Morgen im Bett entscheiden zu können, vielleicht hatte ich eine zu kurze Nacht oder eine unruhige Nacht. Ich mag noch nicht aufstehen, es ist erst 6 Uhr morgen, die Kinder, die stehen um 7:30 auf. Ich bleibe nochmals liegen und schlafe auch nochmal 2 Stunden. Und diesen Luxus zu haben, jeden Tag entscheiden zu können, machen wir heute voller Aktivität ein Actionprogramm, oder gehen wir schwimmen, gehen wir in den Wald, machen wir einen Ausflug oder relaxen wir den ganzen Tag auf dem Sofa und lesen einfach nur, gehen wir ins Schulzimmer und machen wir wirklich so angeleiteten Unterricht oder macht jeder für sich was. Und diese Flexibilität, je nach Lust und Laune und Stimmung zu leben, das bedeutet mir sehr viel und das genieße ich. Was mir etwas fehlt, und das merke ich jetzt so im letzten halben Jahr, ist wirklich so regelmäßige Zeit, die ich nur für mich habe. Es ist zwar so, dass ich unglaublich gut mir diese Zeit herausnehmen kann und ich an meinen Projekten arbeiten kann und die Kinder machen ihr Ding, doch bei mir schwingt da immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen mit, weil ich habe ja diesen Auftrag für die Bildung von meinen Kindern zu schauen. Und wir haben uns ja für dieses Homeschooling entschieden, also erwarte ich von mir auch diese Präsenz, dass ich mit den Kindern etwas arbeite. Und wenn ich da regelmäßig mir so 1-2 Stunden rausnehme, um an meinen Projekten zu arbeiten, habe ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, obwohl es wunderbar funktioniert mit ihnen, dass sie mich das auch machen lassen. Da wäre für mich ideal, wenn ich sie wirklich fix einmal die Woche einen ganzen Tag weg hätte, dass ich mich einfach an diesem Tag auf meine Projekte konzentrieren könnte. Das ist zum einen dein Erziehungspodcast Terror Kids, welchen ich Anfang dieses Jahr gestartet habe. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Frei sein mit Kind. Da spreche ich sehr viel über unbewusste Themen und mehr Leichtigkeit und Freiheit im Leben, im Alltag mit Kind. Das ist etwas Wundervolles, was mich sehr begeistert und doch auch zeitaufwendig ist. Und das wäre toll, wenn das nicht auf Kosten von meiner Aufmerksamkeit der Kinder gegenüber, sondern einfach so für meine Zeit, wo ich weiß, die Kinder sind gut versorgt in der Zeit, wenn ich das so nutzen könnte. Das ist jetzt für mich so neu, dieses Bedürfnis nach wirklich kompletter Ruhe, wo die Kinder irgendwo extern sind. Und da werde ich jetzt dran gehen, dass ich für das nächste Jahr eine optimale Lösung finde, dass das für mich auch möglich sein wird. Ja, die Frage, wie geht es weiter?
Es ist sonnenklar, dass wir momentan mit dem Homeschooling weitermachen. Warum momentan? Ich lasse es ja nach wie vor offen. Solange ich glücklich bin, mein Mann die Situation genießt und meine Kinder das genießen und profitieren, solange bleiben wir dabei. Wenn sich da etwas verändern sollte, dann schauen wir wieder weiter. Wichtig ist, dass einfach alle glücklich sind mit dieser Entscheidung und im Moment ist das absolut so. Dann wird es ja Veränderungen geben, wenn dann meine Tochter in die Oberstufe kommt. Da wird neu im Kanton Aargau gefordert, dass man einen Tertiärabschluss hat. Ich habe ein Tertiär Stufe B. Ich muss dann schauen, ob das anerkannt wird. Vielleicht bis dahin ändert sich von den Gesetzen her wieder was. Also auch da können wir noch nicht planen. Das bleibt noch offen. Definitiv neu wird, dass ab nächstem Jahr bereits meine Tochter Französischunterricht hat und da freue ich mich sehr darauf, weil ich mag diese Sprache sehr gerne, ich spreche sie auch gut und da werden wir gewisse Zeit dann auch in der Westschweiz verbringen. Das ist so ein Ziel, das wir haben, dass wir die Sprache vor Ort nutzen und lernen können und da freue ich mich darauf und da sehen wir dann, ja, wie das von der Umsetzung her auch klappt. Alles in allem, rückblickend auf diese 2,5 Jahre Homeschooling bis jetzt, ist es, seit ich Kinder habe, die im schulpflichtigen Alter sind, die entspannteste Zeit, die ich hatte. Ich möchte den Stress vom Anfang nicht mehr zurück. Ich möchte die ganzen Sorgen, ob die Kinder gemobbt werden, ob sie mit ihren Freunden, ob sie das gut haben oder nicht und all das, das möchte ich einfach nicht mehr. Vor allem auch dieser Stress beim Mittagessen. Manchmal beginnen wir mit dem Essen und wir sehen so die Schüler, die nach Hause kommen und wir beenden das Essen und wir sehen, wie sie schon wieder zur Schule gehen und wir sind immer noch so entspannt am Esstisch und erzählen uns Geschichten oder gehen auf das Sofa, um etwas zu kuscheln und eine Geschichte zu hören. Und da ist so viel mehr Familienzusammenhalt dabei, so viel mehr Leichtigkeit und Freiheit in unserem Alltag, dass das einfach wirklich nur wunderbar ist. Weitere Updates, die folgen in den nächsten Wochen. Ich werde diesen Kanal wieder etwas mehr bespeisen, auch mit informativen Videos. Und ich freue mich, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das. Hör dir doch auch mal meinen Erziehungspodcast Terror Kids an. Und wenn du mehr Leichtigkeit und Freiheit in deinem Familienalltag haben möchtest, dann komm in die Facebook-Gruppe Frei sein mit Kind. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.